Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück zu den Wasteland Stories. Guten Tag. Vinyas, du bist gerade direkt abgerutscht in den Grab, ins Grab. Hilfe, Willst Hilfe. du da drinnen bleiben? Mich nicht zuschaufeln. Nicht Komm, ich reiche dir zuschaufeln. die Hand. Warte, ich Oh. mache noch einen Screenshot mit der Schaufel. Bleib mal her. Komm her. Ganz kurz. Oh, So. gleich zu Anfang erstmal die Zuschauer vergraulen. Nein, ich vergraule dir auch Perfekt. die Zuschauer nicht. Ich finde es einfach nur witzig, dass ich hier in das Grab reingefallen bin. So, jetzt darfst du. Ja, guten Tag. Wir haben es hingekriegt, gell? Hallo. Du hast wieder eine normale Map. Ja, Tatsache, Minjas hat, weil der Seed heißt ja genauso, also Genau. Schnüffelhausen, und dann legt er 7 Days im Ordner an, Genau. pipapo, bla bla bla. Ich musste den löschen und dann war das jetzt Ich wieder habe mich alles in einmal hier nach Ordnung. oben geportet. Da haben wir praktisch wie so ein Fix. Achso, den Wegpunkt kann ich Ja, mal löschen, sehe ich gerade. der Weil Minjas da war da gucken. hat sie praktisch einen Foul gesehen in der Straße. Das haben wir mal verglichen und es war nicht so, als ist die Karte anders. Und bevor wir jetzt uns nicht richtig unterhalten können, was denn? Eine Chainsaw, Schematic. Sehr geil. Bevor wir uns nicht Grüne. richtig austauschen können, was jetzt die Lokationen ausgeht, haben wir gesagt, okay, wir müssen nachsuchen. Als Tipp für euch, wenn ihr bei jemand auf dem Server spielt oder bei jemand halt, der ein Spiel aufgemacht hat, muss nicht unbedingt ein Server sein, dann legt das Spiel bei euch lokal auch ein Safe Game an, was zwar nicht hundertprozentiges Safe Game hat, aber zum Beispiel die Karte. Das heißt, wenn der Seed genauso heißt wie jetzt bei uns, hatte nämlich Jorle bei sich unter App-Data, Roaming, 7 Days to Die und dann in, war es lokal oder? Das war jetzt safe lokal. Genau, da lag nochmal einen. Ja, nochmal ein Ordner für die Welt einfach. Genau, und Ja. den hat sie löschen müssen, damit praktisch die Welt wieder für sie. Also. Hättest du das jetzt Schnüffelhausen 1 genannt, wäre Dann das ja wäre das kein nicht. Problem Genau, gewesen. genau, Ich glaube, ich bin genau. hier falsch. So, wir Ist knacken hier übrigens noch ein bisschen die voll Coffins der auf, Witz. ne? Sobald ich V-Sync anmache bei diesem Spiel, ja, habe ich hier Ja. null Frames gefühlt. Wenn ich Jede V-Sync Alpha. auslasse, ja, dann ruckelt zwar leicht, was mir jetzt egal ist in dem Moment, aber jetzt habe ich schöne 112 FPS, wenn ich auf den Boden gucke und nehme dabei auf in 60 FPS. Also für alle, die. Was los? Hast du Ich einen habe den Geist Stein. gesehen? Nee, ich habe den Stein zerstört, der ist umgekippt und hat sich zu Stein. Weißt du, gewandelt hat mein Ja, Loch, was ich aufgebuddelt genau. habe, wieder zugeschüttet. Ja, das ist mir vorhin auch schon passiert. Sag mal, die sind ja aber jetzt tiefer, ne? Das Wo ist finde doch, ich denn die wo sind. Särge? Da sind keine Särge Ja. drunter. Hier irgendwie nicht, da drüben auch nicht. Da? Nein, Ist auch nicht nicht. da. Okay, nee. Nö, 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 nö. Jetzt haben wir auch ein Problem, Schätzelein. Wieso, was haben wir denn für ein Problem? Was Sieht machen so wir denn schick. jetzt? Wir laufen weiter durch die Wüste. Wir haben Und es wird 17:20 Abend. Uhr. Ja, wir könnten die Coffins weiter aufknacken. Ab und an gibt es da was Schönes drin. Nicht immer. Ja, sollen wir hier überleben? Puh. Ich meine, ich habe gerade eine Chainsaw-Dingens rausgekriegt. Wir könnten die Nacht Tatsache hier bleiben. In der Wüste ist es gar nicht so blöd. Ich Hey, weiß halt Search nicht, wann Coffin hier das untouched. nächste. Hä, ich hab das hier auf. Okay, empty Coffin. Ich konnte an den Sarg ran, obwohl da keiner war. Naja. Also ich habe ein bisschen was zu essen, ich habe ein bisschen was zu trinken. Ja gut, wir können die Straße entweder noch nach Süden rennen oder wir machen uns hier in einen der Mausoleen, die wir hier erzeugt haben, Quatsch, aufgeschlagen haben, machen wir eine Tür rein und dann sollte das eigentlich machbar sein. Richtig toll. Wer hat denn noch nie auf dem Friedhof geschlafen, ne? Ja, genau. Ja, genau, so muss das. Bei mir läuft das echt so super. Ich bin ganz überrascht. Also 7 Days ist ja immer ein Performance-Wunder, weißt du? Und jetzt Tatsache mal. Also es Oh! ist besser geworden. Es ist noch nicht optimal von meiner Seite aus, aber ich meine, ich horste das Spiel auch. Das ist halt immer ein bisschen ein Horst. kleiner Nachteil. Ja, und dann muss er jetzt durch. Oh ja, das ist Was? kurz kein Thema. Also für uns zwei wird es lang. Hier ist gar nichts drin. Das ist Verarsche. Wollen wir die Straße mal nach Süden laufen? Ja, irgendwie schon. Los, komm, weg Oder hier. komm, scheiß auf Das ist den Friedhof. gruselig. Genau, außerdem ist gruselig. Gruselitsch. Oh. Ach so, hast schon gelootet. Eine Na, Uhr. nach Süden. Hier rum, oder? Ist die Ja. Richtung? Ja. Ach so, ich soll noch die Quest sagt mir, ich soll mir noch mal einen Bogen basteln. Mach ich doch glatt. Genau. Ja, in die Richtung kommt die Straße hier. Was für Wenn eine man Straße? Was siehst du denn da schon wieder? ja, wo wir runtergelaufen kommt. Naja, die siehst du ja Ach nicht mehr. so, ja stimmt. Hast du mich getrackt? Nee, du bist ja raus, gell? Warst aus dem Ach Spiel so. raus? Hatte das Tracken jetzt noch drin? Das würde mich interessieren. Das war ja früher mal wieder Nee, raus, nee, wenn man. nee, 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 das ist nicht drin. Ah, das wäre auch zu einfach. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Immer noch ein gebrochenes Bein. Hast du nicht zufällig mal Stoff bei? Doch,
Hab ich ja gerade gelootet. Machst du mir nicht blind? Ja, müsste sogar gehen. Zwei Stoff habe ich nur, aber das müssen wir. Ach, was Craft. Für ein schönes Thumbnail ich gerade habe. Warte mal, ich brauche mal die Hände. Wow. Die Hände zum Himmel. So, liegt am Boden. Ja, hab ich mir gegrapscht. Du hast den anderen Bogen weggehauen, okay. Mhm. Splint gleich benutzen. Und die Quest gelöst. Yes. Prima. Aber nächstes ist Woodframes craften und die dann aufwerten. Aber das werden wir spätestens dann machen, wenn wir eine Hütte haben. Vinyas. Ja. Du darfst wie ein Mädchen. Das ist ja toll. Wo ist denn... Oh, hier ist ein Zeltlager. Ah, geil. Stoff. Ja. Oh, okay. Okay, gehst du? Nein, das, ich hab nicht getroffen. Okay. Ja. Oh, das... Sorry, Lady. Den da hinten habe ich auch getroffen. Sehr gut. Warte, dann kümmere ich mich da drum. Achtung, der Crowder, der macht es ein bisschen kompliziert. Also sie ist tot, glaube ich. Ja. Und er auch. Ha! Wow. Oh, Schlafsäcke. Guck mal. Hier das Bein abgeschlagen. Okay. Gut, wir haben Schlafsäcke. Was im Cooler? Weiß ich nicht, loote nur und gucke dann so. Jetzt können wir hier den Stoff zerschlagen. Also ich gucke ja meist immer noch, was ich hier mitnehme. Ah, eine Mütze. Witze, eine Mütze. Die wärmt ja, oder? Warum, ich werfe meinen Landclaim-Block weg und hau mir mal das Chili rein. Wie die wärmt. Achso, man kann jetzt auch das in... Ich habe ja hier noch Fahrenheit drin, ihr Lieben. Wir können das Ganze aber ändern in Celsius. Bloß ich kann das halt nicht. Set Temp Unit. Also wenn ihr Ö macht hier... Set Temp Unit. Oh, das habe ich jetzt nicht eingeblendet. Set Temp Unit. Und dann Leerstelle C für Celsius. Aber das Problem ist, da ich hoste, hat die Jolle keine Rechte auf meinem... Genau, und nein, Command Center. Ich darf halt... So, oh, Schuhe. Süd oder Südost? Moment, Bandana, where? So, gut. Ui, Die Straße müsste... Das ist schon an der Straße vorbei. Andersrum, ne? Ja, müssen wir nach oben. Ja gut, aber vielleicht geht die Straße. Sorry, ja, in die Richtung. Ich hab alles weggeworfen. Ja. Jetzt wird's langsam 19 Uhr. Wollen wir nicht vielleicht doch nochmal ins Graveyard? Angst. Hier ist ein Haus. Hier ist eine Blechhütte. Sag mal, wo findest du eigentlich immer den ganzen Kram? Was? Wie findest du? Findest hier überall Sachen. Boah. Also, die haben das jetzt so ein bisschen mit dem Nebel, sehe ich das, ne? Es fadet hinten so richtig aus. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, weil hier, warum man überhaupt mehr Frames hat. Mehr angibt. Oh, da kommt jemand. Ich helfe dir. Ich habe noch zwei Pfeile. Nee, ich habe sie schon. Sehr gut. Ist die Sau? So, Tür ist gleich offen. Oh ja, die wird nicht für die Nacht. Du hast nicht auf die Tür eingeschlagen, sondern... Oh, 23 Papier hier drin. Was ist das denn? Ich war so ein Papierhändler. So, ich mache uns eine Tür. Oh, jetzt merkt man erstmal wieder, wie lange das dauert hier mit dieser Axt. Da kommt was. Spikes, oder? Setzen wir um ins Haus rum. Oh, First Aid Kit Schematic. Also, ich leg mal meinen Schlafsack hier hin, ne? Oh ja, das ist eine gute Idee. So. Fup. Warte. Mir noch mal ein paar Arrows. Und da ist dir aufgefallen, dass der Schlafsack anders aussieht? Ja, total, auch als ich den gerade gelegt habe. Es ist alles so neu. Lass uns mal ein bisschen Platz schaffen. Es ist alles neu. Also ich bin ja ganz entzückt. Aber ich dachte eigentlich, es sind weniger Bücher jetzt angeblich. Hm. Auch durch das Skillsystem jetzt wohl. Setzen wir noch ein paar Spikes. Hallo? Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir? Naja, ich dachte zumindest um die Wände rum, dass die uns nicht, weißt du, den Eingang können wir aber freilassen. Ja gut, ich mach mal Wände. Ne? Ach, die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. 78 ist ein bisschen übertrieben, so viel brauchen wir glaube ich nicht.
Und Crushed Sand, das braucht man jetzt angeblich auch für allen jeglichen Scheiß. Zum Zähneputzen, das ist so ein leichtes Schmirgeln für Zahnweiß in der Apokalypse. Ja, genau. Ja, genau. Es gibt ja so eine Pflanze, ne? So eine natürliche Pflanze. Das ist so ein, wie so ein Stück Spargel sieht das Ding aus. Den man zerkauen kann. Genau, das benutzen dann viele Naturvölker noch. Waren hier zwei Bäume? War noch mal ein paar mehr. So. Dann lass uns erstmal direkt an die Wand dran setzen, dass falls die in der Nacht hier rankommen. Und gütiger, das dauert ja jetzt ewig mit dem Craften. Ja, wie gesagt, oh, setz! Ja, was denn, du hast gesagt? Oh, nö. Gleich wieder kaputt gemacht hier. Ja, Entschuldigung, dass ein Stück von meinem Fuß noch da drin hängt. Machen wir zwei rein, oder? Das müsste. Ja, super, Minjas. Direkt mir vor die Füße gesetzt. Oh. Also, ich brauche niemanden, der mir die Spikes in den Weg setzt. Ich schaffe das auch selber. Ja, du sowieso. Oh, so zack, das da. Na komm schon, dahin. Okay, wir haben schon mal einmal. Das ist aber. Oh Gott. Da kommst du durch. Jetzt hab ich mal nicht so. Das wirst du schon schaffen. Ich bin frohen Mutes, dass du das schaffst. So, haben wir ein bisschen. So, mehr habe ich jetzt auch nicht. So. Was ist denn da? Was sieht er denn da, dass ich das nicht setzen kann? Ich hab's geschafft. So, tschüss, Minjas. Und direkt die Tür zugemacht. komm rein. Schnell, da ist wieder so eine alte Trutsche. Es ist 21.23 Uhr, da geht doch noch was. Da geht doch noch was, sagt er. Also, was Natürlich. Soll ich denn machen? Ein bisschen Blümchen pflücken oder was? Hier diesen Baum? Komm, Nein, ich setze einfach noch mehr Spikes. Da ist noch ein Auto. Hast du das schon mitgenommen? Nein. Also, nee, glaube ich nicht. Ich mach das gleich. Upgrade Wood Frame, Place Wood Frame. Oh, das sind ja aber auch ganz angenehme Wichtige Quests, sag ich mal. Ja. Naja, das sind Basics. Das ist einfach, wenn jemand das Spiel nicht so kennt, ne? Dann kann er halt praktisch hier so. Mir ist es aber anders gefallen. Schön. Aber ja, für Neubeginner ist das immer sehr hilfreich. Genau, die das Spiel noch nicht so kennen, da hast du wenigstens ein paar Basics, die du am Anfang lernst. Auf jeden Fall. Wood Spike. Sie rennen gleich. Minjas, was sagst du jetzt? Da oben ist auch noch offen. Oh, jetzt hat sie ja gerade geruckelt. Oh. Aua. Okay, warte, da oben. Ich hab mir wehgetutet. Undetected. So. Oh. Grad noch so, Digga, grad noch so. Ich glaube ja nicht, dass hier was kommen wird. Willst du was essen? Ich habe Katzenfutter dabei. Das ist verführerisch, ich habe aber Scham. Ich habe auch Hundefutter habe ich gerade gehabt, das habe ich mir gerade hintergezwirbelt. Sehr lecker. Vorzüglich gar. Eine Suppe. Das kann auch mal weg. Oh, Chili, komm hinter. Und ich habe schon ganz schön viel Crushed Sand. Mhm. So, wir können uns ja jetzt, wenn wir jetzt nachts hier drin sind, mal das Skillsystem anschauen. Was da so alles gibt, ja. Ja, weil das jetzt in Stufen funktioniert wohl. Sagen wir machen jetzt Construction Tools, ne? Du skillst also eben aufs Construction Tools. Hier seht ihr auch die Schlösser. Dann öffnet sich zum Beispiel erst dieses Concrete Mixing. Construction Tools, welche Seite ist das bei dir? Achso, Seite 2. Okay, ja. Construction Tools, ja. Guck mal, da ist Pummelpiet, Alter. Was, Pummelpiet? Pummelpiet. Land Insurance, do more damage and swinging is easier with a better technique. Ja. Was ist das für? Pummelpiet, naja, für Blunt, also für Baseball, Schläger, stumpfe Waffen, sowas. Ist ja auch mal lustig. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel Construction Tools aufwertest, ich gehe jetzt mal auf Concrete Mixing, das ist ja noch grau, dann steht hier, wir brauchen Construction Tools 20, also 20 Punkte in diesen, also in die Tools und dann öffnet sich erst dieses Mixing. Aber Concrete, das war ja das, wofür man früher immer Bücher brauchte. Mhm. Heißt das jetzt, wir brauchen die zum Beispiel nicht mehr? Würde und ich sagen. Können das also, dann einfach mit den eigenen Skills dann machen?
Behaupte ich jetzt einfach mal, also oder ist das Concrete Mixing ganz schneller? Nee, was heißt er denn? Doch, Unlock nee, the ability to make. Attribute. Ah, hier steht's doch. Unlock the ability to make Concrete. concrete. Das ist aber schöner, weil Ah. das war ja immer das Problem auch im Let's Play, dass du, wenn du jetzt nicht so jemand bist, der, ich meine, wenn man als normaler Zocker, 7 Days to Die spielt, ja, dann spielt man das ja, keine Ahnung, 2 Stunden am Stück oder Ja. länger oder kürzer, je nachdem. Aber wenn wir jetzt so eine Aufnahmesession machen, ja, wir nehmen ja, zum Beispiel heute nehmen wir 2 Folgen auf. Das bedeutet halt, 2 Folgen oder 3 Folgen sind vielleicht 1 Stunde Spielzeit maximal. Ich höre was draußen, hörst du es? Also tapsen. Das war entweder Indie grad oder mein Flugzeug im Hintergrund. Ich habe Angst. Wahrscheinlich. Und was ist die Alles ist gut. Workbench? Ja, na Reset eben, Workbench, Construction Unlock. Tool 20. Was ist die Workbench? Das Es ist. gibt jetzt auch für das Concrete, es gibt jetzt so einen Zementmixer, den habe ich schon gesehen, so einen Cool. Zementmischer, den musst du, das ist tatsächlich so ein Gerät, ne? Das stellst du also hin und kannst dort erst dein Concrete mixen. Das ist total genial. Aber das ist, ich Die finde sehen das toll toll. aus auch. Und dann gibt es eben diese Workbench, die dann auch noch ein paar Zusatzrezepte Rezepte, freischaltet wahrscheinlich, ja. genau. Also, Concrete aber guck mal, es Mix. gibt so viel und wir sind nur zu zweit. Das heißt, wir werden uns früher oder später, das Teamwork ist einfach dadurch besser irgendwie. Aber ich habe doch gar keine Points available. Achso, weil ich noch nicht aufgestiegen bin, oder? Ja, Ich wir sind jetzt noch nicht aufgestiegen. bin Man nur hat erst Level mal 1, ja. angefangen. Wo ist denn wo ist denn der Erfahrungsbalken eigentlich? Siehst du ihn? Level, Wellness. Den Ab der gab's. blaue oben bei Level 1, ist der vielleicht kurz davor? Wir können doch mal zum Beispiel, genau, wir können doch mal Folgendes machen, damit wir hier nicht Ach, sinnlos hier sind rumsitzen, die beziehungsweise Quests. wir können mal Frame. Wir sollen ja 3 Woodframes craften, ne? Ja, das können wir machen. 1, 2, 3, Craft. Ach, guck mal. Warte mal, ich guck mal, ob es die Workbench hier schon gibt. Workbench. Also da ist sie, ne? Da seht ihr mal, wie das Ding aussieht. Und Wo es jetzt? hat sogar dieses Skill-Symbol. Gib einfach mal Workbench ein. Ja, ich sehe sie, Und was ja. sieht da? Die sieht richtig gut aus. Also das macht richtig Spaß, sich später mal so eine eigene Werkstatt zum Beispiel zu Die kann bauen. man schon relativ früh Richtig machen, toll. ne? Ach nee, man muss erstmal Ah. skillen. Nee, Du Quatsch, ist musst ja sie grau. skillen. Das Ist grau, ja. heißt, man könnte jetzt gucken, nur wir gucken jetzt mal, die Workbench braucht Construction Tools 20 Punkte. Das ist eigentlich total easy. Das geht. So, pass auf, ich mach mal kurz über dir. Stahl braucht 40. Ja, mach mal. So, damit ich das Level, das Quest fertig habe. Ja, ich mach die auch jetzt Ah, ich rein. bin Level 2. Woodframe, mein da, 3 Stück. Was ist denn hier? Starter Base. Okay. Aber es dauert jetzt alles auch ein bisschen länger zum Craften. Das ist wahrscheinlich auch jetzt alles skillabhängig. Also irgendwie müssen wir uns, weil wir eben auch nur zu zweit sind, schätze ich mal, macht mal, der eine wird wahrscheinlich die Muni machen und der andere macht die Tools oder irgendwie so, ne? Dass Ja, man sollte sich man es das, absprechen, auf jeden Fall, ja, ja. man Ich muss sich halt einfach besser absprechen. craft jetzt mal eine Bedroll, dann nehme ich die alte auf und setze die neue hin. Eine Bad Roll. Ja, das ist die nächste Stufe sozusagen. Das und so. Aufgestiegen. Quest So, completed. jetzt nehme ich Basic mal kurz Survival. meinen Bedroll auf und setze die neu. Ah, ja. So, alles klar, Level fertig. Echt? Bei mir ist Craft Bedroll aber jetzt nicht. Ja, die habe ich noch gemacht. Ach so, hast du noch mal eine neue gemacht? Das nächste ist dann Campfire. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Bedroll. Ich mach die jetzt doch schnell. Komm, Ja, das musst du klar. mir gönnen. Dann habe ich ja Absolut. zwei. Dann kann ich die eine scrappen. Genau. Ich Habe hoffe ich auch gut. so gemacht. Warum auch nicht? Na los, 11 Sekunden noch. Oh. In die Hocke, in die Hocke. Psch, psch, in die Hocke. Mein Jas. In die Hocke. Bleib in der Hocke. Hätte ich da auch. Ich hab Angst. Warte, Ja, warte, wir sehen warte. uns zur nächsten Folge wieder, oder? Ah, du musst jetzt setzen, du hast keine Bedroll. Setz schnell. Jack. Er geht mir sicher. Gelöst. Bis zur nächsten Folge. Bis ihr Lieben, bis Tschüss. dann.